Gut, wir machen weiter bei den Streuungsmaßen. Wie bereits im vorigen Video erwähnt, gibt es eben jetzt auch eine kürzere Formel, eine von mir aus gesehen kürzere Formel, um die empirische Varianz zu berechnen. Und zwar indem ich, wie hier eben dargestellt, die Daten aus der Datenliste kadriere und addiere und durch n dividiere. Das heißt, ich bilde hier nicht die Differenz zum Mittelwert, so wie ich das in der großen Formel der Varianz mache, sondern ich quadriere quasi nur die Werte, dividiere es durch die Anzahl der Werte und subtrahiere dann den quadrierten Mittelwert. Geht meiner Meinung nach eben ein wenig schneller als die Formel, wo ich hier oben die Differenzen bilde. Was wir so machen ist folgendes, und zwar wir schauen uns an, wie der Mittelwert, also das arithmetische Mittel und die Standardabweichung auf Datenergänzungen reagieren. Wir fangen an mit einer Datenliste, die besteht nur aus den Zahlen 1, 4 und 10. Von dieser Datenliste rechne ich mir mal das arithmetische Mittel aus. Das wäre 15 Drittel ist 5. Und die empirische Standardabweichung wäre die Wurzel aus. Ich nehme da drin jetzt da die verkürzte Formel. So, hier drin, das ist die verkürzte Form. Ich quadriere die Daten und addiere sie, dividiere sie durch die Anzahl der Daten, das ist 3, und subtrahiere den quadrierten Mittelwert, das ist 5. Und dann komme ich auf ungefähr 3,74. Und jetzt machen wir drei verschiedene, ich glaube sogar vier verschiedene Änderungen und schauen uns an, was das für die Datenliste bedeutet. Bei der ersten Änderung fügen wir zu dieser Datenliste den Wert 7 hinzu und erhalten daher die Liste 1, 4, 7, 10. Was wird das für unseren Mittelwert und für die Standardabweichung von dieser Liste bedeuten? Rechnen wir es einfach mal aus und besprechen wir es dann, was der Grund sein könnte. Der neue Mittelwert ist also 1 plus 4 plus 7 plus 10. Das ist 22 und da habe ich jetzt 22 Viertel und da kommt 5,5 raus. Warum ist der Mittelwert von dieser Liste größer als der Mittelwert dieser ursprünglichen Liste? Die Antwort ist ganz einfach und ihr könnt das euch vielleicht eh schon denken. Der alte Mittelwert war ja 5. Und jetzt habe ich einen neuen Wert hinzugefügt, der größer ist als der alte Mittelwert 5. Und damit quasi zieht es den Mittelwert ein wenig nach rechts, also es macht ihn eine Spur größer. Also wenn ich einen Wert hinzufüge, der größer ist als der Mittelwert der alten Liste, dann vergrößert das arithmetische Mittel im Vergleich zuvor. Natürlich, je größer der Wert ist, desto mehr vergrößert. Ja, hätte ich hier statt dem Wert 7 den Wert 77.000 hinzugefügt, wäre euch der Mittelwert viel, viel, viel größer noch geworden. Wie schaut es mit der Standardabweichung aus? Da habe ich jetzt da wieder die Werte hier quadriert. Achtung, ich muss durch 4 jetzt dividieren, weil 4 Werte und ich muss den neuen Mittelwert abziehen, also 5,5 zum Quadrat. Und ich erhalte 3,35. Es ist interessant, die Standardabweichung ist kleiner geworden. Das heißt, obwohl ich einen Wert hinzugefügt habe, der größer ist als der Mittelwert, also als 5, ist die Standardabweichung nicht größer, sondern kleiner geworden. Und das liegt daran, dass der Wert 7 vom Mittelwert 5,5 nur 2 abweicht. Die Standardabweichung war allerdings 3,74. Das heißt, ich füge einen Wert hinzu, der näher am Mittelwert liegt als die Standardabweichung, die ursprüngliche. Beziehungsweise der 7er liegt näher am 5,5 als das ursprüngliche 3,74. Und deswegen sind die Werte nicht mehr so gestreut, also die Streuung nimmt ein wenig ab und deswegen verringert sich ein wenig die Standardabweichung. Zweites Beispiel. Ich füge die Werte 2 und 8 hinzu. Das heißt, die neue Liste schaut aus 1, 2, 4, 8, 10. Den 7er natürlich haben wir nicht mehr dabei, also ich erweitere immer die Ursprungsliste mit neuen Werte. Wie schaut es jetzt aus? Der Mittelwert ist 25 Fünftel ist 5. Der ist gleich wie vorher. Wie kann das sein, obwohl ich zwei Werte hinzufüge, so unterschiedliche Werte noch dazu, dass der Mittelwert gleich bleibt wie bei der ursprünglichen Liste, wo ich nur die drei Werte 1, 4 und 10 hatte? Der Grund ist ganz einfach. Der Zweier hier weicht um minus 3 ab vom alten Mittelwert, 5, und 8 weicht um plus 3 ab vom alten Mittelwert, 5. Und die zwei Werte gegenseitig quasi heben sich auf. Ja, also quasi zuerst zieht der Zweier den alten Mittelwert 5 ein wenig nach links, also macht ihn ein bisschen weniger. Und dann kommt aber der Achter dazu, der quasi das genau wieder ausgleicht und den Mittelwert wieder um den gleichen Wert zurückzieht nach rechts und damit bleibt der Mittelwert gleich. Ja, also quasi
Wenn ich zwei Werte hinzufüge, die den gleichen Abstand vom Mittelwert haben, nur einmal in die positive und einmal in die negative Richtung, dann bleibt der Mittelwert erhalten. Funktioniert übrigens immer, ja. Wenn ich vier Werte hinzufügen würde, und von den vier Werten ist es so, dass zwei Werte quasi kleiner sind als der Mittelwert und die anderen zwei Werte größer sind als der Mittelwert und immer genau quasi die gleichen Werte, Abstand sind dazwischen, dann würde das bei vier Werten genauso funktionieren. Wie schaut es aus mit der Standardabweichung? Die rechnen uns aus. Natürlich haben wir jetzt 5 Werte, daher dividiert durch 5 und ich muss 5 zum Quadrat abziehen, das ist der Mittelwert und ich erhalte 3,46. Auch das ist etwas weniger als die alte Standardabweichung. Woran liegt das? Naja, weil die Standardabweichung ja hier 3,74 war und die Werte weichen aber nur um 3 ab vom 5er und somit streut es ein bisschen weniger und deswegen ist die Standardabweichung kleiner geworden. Änderung 3, wir fügen jetzt dann nur den Wert 1 hinzu, also haben wir 1, 1, 4, 10, die Werte 2 und 8 habe ich wieder rausgelöscht. Rechnen uns den Mittelwert aus. Der Mittelwert ist 16 Viertel ist 4, also wird kleiner. Woran liegt das? Naja, weil der 1er kleiner ist als der alte Mittelwert 5, das heißt, der Mittelwert wird ein wenig nach links, also nach weniger gezogen. Und die Standardabweichung, rechnen wir uns aus, da kommen wir auf 3,67. Die ist wieder eine Spur weniger als vorher. Warum? Weil der 1er weicht vom Mittelwert. Und Achtung, der Mittelwert ist ja nicht 5, sondern der Mittelwert ist von der Liste ja 4 von der neuen. Und diese Standardabweichung ist weniger als 3 und die ist eben weniger als die 3,74 von der alten Liste. Und damit wird die Standardabweichung jetzt insgesamt wieder ein bisschen weniger. Also wie gesagt, ich vergleiche hier mit dem neuen Mittelwert und schaue, ist die Abweichung hier größer oder kleiner als die Standardabweichung der alten Liste. Vierte Änderung, ich füge den Wert 12 hinzu. Also haben wir 1, 4, 10, 12. Ich glaube, uns ist mittlerweile klar, was das für Mittelwert bedeuten muss. 12 ist wesentlich größer als der alte Mittelwert 5. Das vergrößert mir den Mittelwert jetzt insgesamt auf 6,75. Und wenn wir es uns jetzt schon im Vorhinein überlegen, 12 weicht von den 6,75 um 5,25 ab. Die alte Standardabweichung war 3,74 und 5,25 ist größer als 3,74. Das heißt, die Standardabweichung wird sicher größer werden und das wird sie auch immer sehen, 4,44. Gut. Damit sind wir mit den Streuungsmaßen auch fertig. Es gibt jetzt noch ein paar Buchbeispiele. Generell enden hier jetzt einmal die Statistikvideos, was ihr von zu Hause aus machen sollt. Wir sehen uns dann nächste Woche in der Schule wieder. Die Gruppe C, also ihr seid in C und D geteilt. Das glaube ich, habt ihr eh schon als E-Mail bekommen von der Direktion. C kommt, ist quasi die eine Gruppe, die zuerst kommt, am Mittwoch und am Donnerstag, am Freitag ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Gruppe D eingeteilt. Und dann machen wir weiter mit Statistik. Uns fehlt noch die Quartile und die Boxplots. Und das schauen wir uns dann aber gemeinsam nächste Woche an. Bis dorthin wünsche ich euch noch quasi eine letzte schöne halbe Woche Homeoffice, schöne Pfingsten, gesund bleiben und ich freue mich dann auf nächste Woche.